Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin Sudas Ami. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Fastmod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Wir gehen direkt rein in den Händler, schauen bei Fahrzeuge, sind wir oben bei Lastkraft, Wagen und schauen uns von Lizard Motors den AW362 Cab Over Modpack oder Ridged Modpack an. Diese Modpack umfasst 6 Lastwagen, davon 2 mit Koffer, 2 für Holz und 2 Flatbeds. Ihr seht vom Preis von 29.000 bis 37.000 ist alles dabei. Die unterscheiden sich hier immer so ein bisschen einfach nur von den PS. Der geht von 4,25 bis 5,81, der geht von 3,30 bis 4,30 und so ist es bei den anderen ebenfalls. Ich werde jetzt natürlich nicht durch alle durchgehen, ich werde euch einmal den Close Trailer zeigen, den Locker Dock werde ich euch zeigen und in Live werde ich euch nachher die Flatbeds zeigen. So, wir gehen einfach mal hier rein. Das ist quasi natürlich ein geschlossener Containerlaster, 425 PS, 8-Gang, 400 Liter, 95 km/h, 8,8 Tonnen für 30.000 für 1,5 zur Miete. Wie bei den anderen Lastwagen von Lizard könnt ihr hier ausreichend die Frontstoßstangen ändern. Ihr könnt die Sonnenblenden durchändern. Ihr könnt hier natürlich bis 581 PS hochgehen. Ihr könnt hier noch die Reifenvariante von 3 Achse auf 4 Achse ändern. So, dann könnt ihr noch die Hauptfarbe, machen wir mal, pink ist es glaube ich, dann machen wir die Designfarbe, machen wir mal in den Blau. Dann haben wir noch eine Designfarbe, die machen wir mal in, schwarz ist ein bisschen doof, dann machen wir hier so ein Dunkelrot. So, dann haben wir noch eine Designfarbe, das machen wir in dem Rot und dann haben wir noch die Felgenfarbe in Grau. So, jetzt habt ihr mal so grob eine Übersicht, welche Farbe was verändert. In Ordnung. Ja, ich finde, die Proportionen sind jetzt nicht so geglückt an dem Modell. Der Koffer ist einfach zu hoch, die Kabine ist viel zu kurz. Also da wirst du einen extrem hohen Schwerpunkt haben. Was wiederum cool ist, sind natürlich die gefühlt 700 Positionsleuchten. Ne? Das sieht natürlich schon cool aus. Dann bist du jetzt bei 34.000, bist jetzt bei 1,754 angekommen. So, jetzt nehmen wir uns den Locker Dock. Das ist quasi ein Laster für den Holztransport. Auch 8-Gang, 400 Liter, 95 km, 8,8 Tonnen, 29.000 für 1,479 zur Miete. Stoßstangenmäßig gibt es hier kein großes Überraschungspotenzial, genauso wie bei der oben bei der Sonnenblende. Wir haben hier noch den Auspuff, wo wir hier ein bisschen durchswitchen können. Und hier bei der Motorausführung könnt ihr auch noch auf 5,81. Hier auch bei der Reifenvariante könnt ihr auf 4-Rad genauso wie auf 3-Rad gehen. Und dann haben wir hier die Hauptform mal in einem sonnigen Gelb. Dann haben wir die zweite Designform mal in so einem dunklen Grün. Dann haben wir noch eine Designfarbe mal in so einem Pinkrosa. Und dann haben wir hier noch die Felgenfarbe. Hier finde ich auch wieder die Kabine. Das ist einfach zu kurz. Sieht für mich persönlich einfach zu kurz aus. Die Drittleiter passt halt einfach mal so gar nicht mit dem hier überein. Ja, also weiß ich nicht. Das finde ich jetzt optisch einfach nicht so geil. Ja, auch bei der dreiachsigen Variante finde ich es jetzt ehrlicherweise nicht viel geiler. Ja, so, dann gucken wir uns noch den Flatbed an. Die Stats ändern sich eigentlich nicht wirklich. Zur Miete für 1,8. Wir sind bei 35.000, es kommen aber 2.000 oben dazu für die Reifenvariante hier eben, ne, weil der hier schon auf 4 Achse ausgewählt ist. Auch hier bei den Stoßstangen gibt es keine wirkliche Überraschung, genauso wie bei den Sonnenblenden. Motorausführung 581 für 25 und hier Reifenvariante 3 Achse oder 4 Achse. Dann haben wir hier die Hauptfarbe. Machen wir in so einem, und das machen wir in einem Gelb, das machen wir in so einem Orange, Blau und Schwarz. So, dann habt ihr mal so immer so einen groben Überblick, welche Farbe was verändert. Dann kommt nochmal 7,1 oben drauf, dann seid ihr bei 2,1 zur Miete. Hier finde ich, passt das Kabinendesign, obwohl es nach wie vor gefühlt einfach zu kurz ist. Sieht es hier einfach optisch besser aus, gerade eben wegen dem Flatbed-Design hier oben, ne? Weil das auch hier so ein bisschen vom Winkel angepasst aussieht. Da geht's eigentlich. Ich finde die Drittleiter hier nach wie vor fehl am Platz. Ich glaube, so würde keiner einsteigen in den Lastwagen. Aber gut. So, ich habe euch mal einmal den Vierachser und einmal den Dreiachser vorbereitet. Von der Länge unterscheiden sie sich nicht. Warum auch? Kommt denn nur eine Achse dazu? Ich finde aber die vierte Achse hier, die hier ist irgendwie so optisch gefühlt einfach fehl am Platz. Ich finde so das ganze Design von der Harmonie ist nicht so krass stimmig. Meine Meinung. Ja, kann natürlich
jeder gerne anders sehen. Ihr dürft mir auch gerne unten reinschreiben, ob ihr das einfach anders seht. So, wir haben natürlich Linksblinker, Rechtsblinker, wir haben einen Warnblinker, das gilt auch hier vorne. Dann haben wir, halt, nehmen wir dich aus. So, wir haben aber eine richtig geile Positionsleuchten, Beleuchtung. Und wir haben halt die Standardbeleuchtung, ja. Wir haben hinten noch schön auf dem Flatbed, haben nochmal eine richtig schöne Ausleuchtung, gefällt mir gut. Wir haben Rückwärtslicht, Rückwärtsganglicht mit Piepsen. So, dann gucken wir uns den hier noch an. Der piepst natürlich auch beim Rückwärtsfahren. Keine wirkliche Überraschung. Auch hier ebenfalls die gleiche schöne Markierungsleuchten. Und auch hier natürlich nach hinten die Beleuchtung. So, dann haben wir oben natürlich noch die Rudellampen. Ich klappe mal den Kollegen mal hier auf. Also, typisch Flatbed eben, ne? Das finde ich gut, dass das Aufklappen auch ohne Laufen der Motor funktioniert. So, komm, dann haben wir ja schon mal zufällig, wenn wir schon einen Pickup da haben, dann nutzen wir das auch mal aus. Kommen wir den mal drauf. Was für sowas sind die Dinger ja gedacht. Also, das ist der Lizard Pickup, so viel ich es noch richtig weiß. Da hast eigentlich schon hast genug Platz da, würde ich mal sagen. Ne? So, wir klappen den mal wieder zu. Wir hätten eventuell vielleicht die Spanngurte anbringen sollen. Ne? Also ist kein Problem, wir fahren nochmal rein. Kommt vor, Leute, kommt vor. So, jetzt haben wir die Spanke, ihr habt gesehen, die Räder wurden runtergezogen. Jetzt passt das auch. So, dann gehen wir mal auf die freie Wildbahn mit dem Gearachser. Gucken wir mal, ob er die versprochenen 95 km/h auch erreicht. Alter, der schaukelt aber ganz schön heftig, ne? Also innen drin sind wir schön im Hoodie-Style natürlich. Eine kaum auffällige Gangschaltung haben wir. Ansonsten, ja, das Design kennt man eigentlich. Das ist jetzt nichts Neues. Die 95 km/h ohne Probleme erreicht. Aber was ich schon echt komisch finde, ist dieses harte Schaukeln hier. Das habe ich selten bei dem Laster so extrem gehabt wie bei dem. Also ich weiß ja, dass die amerikanischen Fahrzeuge gerne mal eine weichere Federung haben. Also jetzt eher nicht so hart krass wie bei einem deutschen Fahrzeug. Aber das ist schon. Hast du ja Angst, dass der umkippt? Weiß nicht, vielleicht ist es mit einer Lenkradsteuerung nicht so krass. Jetzt hier bei dem. Mit dem Joypad finde ich das schon echt knackig, muss ich sagen. Wir positionieren sie immer ein bisschen halbwegs schick hin. Also, ich bin da jetzt eher ein bisschen zwiegespalten mit der Mod. Ich finde sie optisch einfach leider nicht sehr ansprechend. Ich finde einfach die Proportionen passen nicht und das Fahrverhalten habt ihr selber gesehen. Das Ding gaucht wie eine Seekuh hin und her. Das ist ja nicht normal. Also da muss man vielleicht noch ein bisschen was nacharbeiten an dem Ding. Vom Preis ist es ein kostengünstiger Flatbed, genauso wie die anderen Fahrzeuge auch nicht wirklich viel teurer waren. Mal geschwind ein Auto von A nach B zu transportieren, langt es, dann tut mir die Dinger halt mieten. Aber mir würde halt dieses Geschaukel auf den Keks gehen, ja. Also da habe ich schon das ein oder andere Mal ernsthaft Angst gehabt, dass mir der Kollege hier einfach umkippt. Ja, ihr könnt mir mal gern eure Meinung dazu in die Kommentare unten reinschreiben, wie ihr das seht. Ob ich da jetzt einfach ein bisschen übertreibe, aber ich finde, von den Proportionen passt es halt einfach leider nicht so geil. Die vierte Achse hätte man nach meiner Meinung weglassen können. Und ich glaube, der Kabine hätte nochmal so 2-3 cm nach hinten auch nicht geschadet. Ne? Vor allem,
bei dem ihr den Koffer aufbaut. Ich finde, es passt halt leider so gar nicht von den Proportionen. Aber gut, das ist ja nur meine Meinung. Das dürft ihr mir gerne auch unten reinschreiben. So, wir sind am Ende vom Video angekommen. Ihr dürft dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kostenfreies Abo ist immer gern gesehen und hilft auch dem YouTube-Algorithmus. Herzlichen Dank dafür. Ich bin 3 bis 4 Mal die Woche live auf Twitch unterwegs. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, euch mal live im Stream begrüßen zu dürfen. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen richtig geilen Tag. Ich bin raus, euer Simon. Ciao.